In den letzten 24 Stunden gab es bei der MSO folgende Änderung. In der Sverdlovsker-Richtung bei Kusimovka hört der Austausch von Artillerieschlägen nicht auf. Die WSU versuchen, profitablere Positionen zu erreichen. Die ganze Zeit liefern sie zusätzliche Reserven. Zum Beispiel wurde vor einer Woche die 103. getrennte Territorialbrigade der WSU in das Gebiet von Sekmaselmakowka verlegt. Der Punkt befindet sich in der Nähe von Kusimovka. Wahrscheinlich will das ukrainische Kommando das Svertova einnehmen. Kusimowka selbst ist im Tiefland, das heißt, die WSU haben einen unbedeutenden Vorteil. Für die russische Seite ist es wichtig, die Teile nördlich und südlich von Nowosjolowski zu halten, die sich auf der gleichen Höhe befinden. Die LSK hilft aktiv russischen Einheiten. Nordöstlich der Kusimowka wurde eine Gruppe des Nachtjägers und Alligator, die dem Feind eine Vorniederlage zufügte, gesehen. In der Artjomowski-Richtung erweitert Wagner die Kontrolle weiter. Die Straße durch Chromowa ist ebenfalls einer Vorniederlage ausgesetzt. In den letzten Tagen ist es kälter geworden, der Boden erstarrte. Die WSU liefert jetzt Nachschub über die Felder, aber das ist nicht lange. Bald wird wärmer werden. Ein fester Boden verwandelt sich in eine flüssige Masse. Im Bereich der zweiten Hauptroute konnte die ukrainische Seite trotz des ständigen Nachschubs an Reserven die Feuerkontrolle nicht übernehmen, nur vorübergehend eine Schwächung des Drucks auf Svertovo erreicht. Im zentralen Teil von Artjomov sind Veränderungen sichtbar. Die Wagner-Gruppe zerstörte die Verteidigung der WSU und bewegte sich bis Gorbatowa-Straße vor. In diesem Bereich hängten die Wagnerianer ihre Flagge über dem Gebäude an der Unabhängigkeitsstraße 47 auf. Angesichts der Tatsache, dass die Flagge frei hängt, gingen die Kämpfer zur Friedensstraße vor. Das Hauptgebäude der Verwaltung befindet sich genau gegenüber, was vielleicht bereits eingenommen wurde. In der Zwischenzeit greifen russische Truppen kontinuierlich die vorbereitete dritte Verteidigungslinie an. Im südlichen Teil von Dschukovka wurde ein Angriff des ukrainischen Militärs festgestellt. Die WSU hatte das Gebäude des Brom Investbank besetzt. Die genaue Anzahl der Verluste ist unbekannt. Regelmäßige Angriffe schwächen jedoch das militärische Potenzial der ukrainischen Seite. In Richtung Awdijiwka gehen die Kämpfe weiter. Im Gebiet von Wesoli haben sich die Truppen des 1. Armeekorps leicht vorbewegt. Die WSU erzeugen Hindernisse und werfen die Granaten von den Drohnen auf die russischen Einheiten ab. In Pervomaiski hören die Kämpfe auch nicht auf. Donezke Artillerie der ehemaligen Gerlowsker Brigade deaktivieren die WSU in dieser Richtung. In der Saporische-Richtung bereiten sich beide Seiten auf ein bevorstehendes Ereignis vor. Die russischen Einheiten greifen die WSU, die sich in den Stellungen niedergelassen haben, kontinuierlich an.